ja, das Gefühl in der Luft zu haben, frei zu sein vor allem Druck, vor irgendwelchen Gedanken. Und fliegt Deutschland jetzt hier wieder an die Spitze mit diesem Sprung über die grüne Linie und alles. Es ist einfach unbeschreiblich schön. Wenn ich heimkomme, ist es einfach, ich fahre dann einfach von 180 auf 0 runter und es ist einfach mal ein ganz normaler Tag. Da wo du dann mal Wäsche machst, mal kochst, putzt. Da wo es einfach mal nicht um den Sport geht, sondern da wo es um mich persönlich geht. Also ich bin jetzt da nicht der Skispringer, sondern ich bin wirklich der ganz normale Markus. Das ist nice, ey. Da nehme ich auch extreme Kraft raus, speziell auf die Berg, wenn ich bin. Da habe ich mir dann einfach mal Ruhe und da ist dir dann einmal wieder bewusst, wie klar der Mensch ist und wie klar man selber eigentlich ist. Das finde ich auch gut, weil im Endeffekt, egal wie erfolgreich man ist, am Ende von einer Karriere bleibt im Endeffekt nur eins übrig. Das ist dann das weitere Leben und nicht, ich bin zigfacher Weltmeister oder sonst irgendwas. Das bringt mir dann in dem Lebensabschnitt bringt mir nichts mehr. Ich muss dann auch schauen, dass ich mein Leben auf die Reihe kriege und da arbeite ich jetzt schon drauf hin und bisher schaut es ganz gut aus. Ich glaube, die Medien sagen über mich schon, dass ich einer bin, der sehr gerade raus ist. So bin ich aber auch. Jetzt gehen wir da unten durch. Oder ein paar Bälle langsam. Natürlich bin ich für die Medien nicht immer leicht zu haben. Weil im Endeffekt, wenn ihr Meinung habt, dann stehe ich dahinter, ob die jetzt richtig oder falsch ist. Ich bin eigentlich mittlerweile viel ruhiger und nur noch beim Skispringen, da flippe ich wirklich aus. Also, wenn ich mal nicht cool war, dann hat es auch jeder gewusst im Fernsehen. Und wenn ich mich mal wirklich gefreut habe, dann hat man schon gesehen, der war jetzt richtig gut. Aber so bin ich halt und mag mich da auch nicht verstehen. Es wird halt nochmal ein Urschrei kommen, wenn ich dann die Medaille kriege. Ich war natürlich auch irgendwo Medaillenfavorit und das war mir auch bewusst. Aber weiß natürlich auch, an dem Tag X muss passen. Das kann einmal passieren, dass du wirklich sehr gut bist, aber du gewinnst es einfach nicht. Das ist dann einfach, irgendwo ist es dann ab und zu mal Glück oder Zufall. Und das ist mir auch immer bewusst, deswegen ist sich das nicht alles so verbissen und so eng, sondern solange ich noch Spaß habe und den Sport weitermachen mag, dann mache ich ja alles dafür. Und werde wieder aufstehen. Aber beim Team, da waren wir immer stark. Und das ist mir der wichtigste Wettkampf dann bei einer WM. Der Wettkampf ist für die das Wichtigste und auch für mich. Für die Techniker, für die Physiotherapeuten, für die Trainer, die wo für das ganze Team ist, nicht nur für die Viere, die wo springen. Nach der Saison oder jetzt auch kurz vorm Ende, es zehrt extrem. Man wird extrem müde. Der Kopf wird einfach, der ist ein bisschen leer. Der Zukunftsgedanke, der gibt mir extrem viel Kraft auch, damit ich das auch nochmal packe und auch nochmal mache. Weil ich weiß, da wartet auf mich was mir wahrscheinlich extrem viel Spaß macht und was mir glücklich machen wird. Obwohl ich jetzt auch sehr glücklich bin. Ich mag einfach mein Leben genießen. Zukunft ist eine Einstellung.